Hey ho, Schnuckis! Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es einen klitzekleinen Haul. Er ist wirklich klein im Vergleich zu sonst. Aber, ganz ehrlich, es sind ein paar richtig geile Sachen, die ich euch zeigen will. Und ja, ihr liebt Hauls. Ich liebe Hauls. Also, lass uns loslegen. Also, lass uns loslegen. Was war das? Wer hätte ich noch sagen sollen, let's go, ho, ho, oder was? Nein, entschuldigt, also. Leute, pass auf. Es sind wirklich nicht so viele Sachen, aber trotzdem wollte ich euch einmal das kurz zeigen, was ich mir so um Weihnachten, nach Weihnachten, kurz vor Weihnachten noch so zugelegt habe. Und ja, fangen wir einfach an mit dem wichtigsten oder einer der wichtigsten Sachen Anfang des Jahres. Natasha Denona hat gelauncht die, wartet, ich mach's mal schön, die My Dream Mini Palette. Hier ist das wunderschöne Stückchen. Und die My Mini Dream Glow Blush. So heißt das Schätzchen hier. So sieht das aus. Und das gibt es ja noch nicht in Deutschland. Und deshalb habe ich mir das bei... Was sind das für Geräusche? Da draußen sind so Geräusche in letzter Zeit. Der Nachbarshund, also die Nachbarshündin, wenn die bellt, das hört sich an wie ein Hahn. Und man fragt sich dann immer, was ist das für ein Tier gerade? Bis man geschnallt hat, das ist ein Hund. Ja, die bellt nicht oder jault nicht, sondern die macht wie ein Hahn. Also, unglaublich. Ich habe bei Beautylish bestellt und ja, da gibt es natürlich Pinsel. Und ich habe sehr viel ausgesetzt tatsächlich bei Sonia G in der letzten Zeit, weil ich einfach... massenhaft Pinsel habe und mir natürlich auch erst das neue Set von Wayne Goss gekauft habe. Sie hat aber diese Pinsel rausgebracht, diese mit einem Holzgriff, aber nicht die kleinen, ne, die Reisedings, sondern da hat sie mehrere, also sie hat ein großes Set rausgebracht, auch mit Gesichtspinseln und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, na, so ein paar könntest du noch dazu holen. Und da habe ich einmal den Worker S und den Worker M. Das sind, ja, ich liebe die. Also ich habe ganz viele von den Workern. Das ist ungefärbte Ziege und mit denen kannst du alles machen. Also die sind so geil. Und den Pencil S. Und der ist so klein. Das ist ein Pencil Brush und der hat sofort mein Herz. Leute, habe ich auch schon mitgearbeitet. Sehr toll. Es gibt ja immer noch einige, die irgendwie Hemmungen haben, bei Beautylish zu bestellen. Also Leute, das ist für mich einer der besten Shops überhaupt. Muss man einfach sagen. Bleiben wir nochmal bei Pinseln und bei Natascha. Bei Natasche von Natascha. Und zwar habe ich es ja endlich getan, also die mir auf Instagram folgen, haben die hier schon gesehen. Und zwar habe ich mir diese Kosmetiktasche von Natascha gekauft. Die hat sie ja schon irgendwann letztes Jahr rausgebracht. Aber ganz ehrlich, es gab zwei Gründe, warum ich sie mir nicht geholt habe. Zum einen selbstverständlich der Preis, weil jeder, der gesehen hat, was sie kostet, hat gesagt, bist du eigentlich bekloppt. Ja, bin ich. Und die synthetischen Pinsel. Also ihr wisst, ich bin absoluter Fan von Echthaarpinseln. Trotzdem habe ich dann irgendwann entschieden, mir die doch zu holen. Und zwar ausschlaggebend war dieser Pinsel, der da auch drin ist. Ich zeige euch gleich den Rest. Der hat auf der einen Seite so ein Pencil, so einen kleinen, und auf der anderen Seite einen Blender. Diese Blender, die hatte sie schon öfter mal so in der Richtung, in so Mini, bei der Mini-Palette dabei. Und ich weiß, dass sie ganz gut sind. Dafür, dass es Echthaarpinsel, dass es keine Echthaarpinsel sind, konnte ich damit ziemlich gut arbeiten. Und irgendwie hat mich dieser Pencil Brush irgendwie auch noch so, nicht, dass ich schon genug Pencil Brushes gehabt hätte, aber trotzdem fand ich den irgendwie toll. In der Palette sind aber noch weitere Pinsel drin, und zwar einmal dieser hier, auch so ein, die sind alle double-ended. Ich weiß, viele finden das nicht gut, aber gerade in der Tasche macht das für mich total Sinn. Und auch der ist gut, ich habe mit dem schon gearbeitet. Und dann ist da dieser große beidseitige Pinsel drin. Und ich finde, auch der ist ganz gut. Also das ist nichts, wo ich sagen würde, ich benutze das, wenn meine anderen Pinsel, die ich habe, hier liegen. Ja, also es ist, da würde ich jetzt nicht vornehmlich zugreifen. Aber ich habe mir die Tasche geholt, weil ich wollte mir so eine Everyday Bag zusammenstellen. Also sowas wie...
der Normalo im Badezimmer vielleicht hat, weil bei uns ist das so, wie für alle, die es noch nicht wissen, wir haben zwei Häuser, das hört sich immer so arrogant an oder so neureich, aber ehrlich gesagt, es ist nur eine Belastung. Wir haben damals auf dem Grundstück meiner Schwiegereltern unser Haus gebaut, meine beiden Schwiegereltern sind nicht mehr und wir haben quasi das alte Haus an der Backe. Es ist nicht ein Haus, was man unbedingt, also mein Mann will es nicht verkaufen, so aus tausend Gründen. Und wir haben einen Teil von diesem Haus halt vermietet und einen Teil nutzen wir noch selber. Und da ist mein Filmstudio drin. Also das, was ihr hier seht, ist in dem alten Haus von meinen Schwiegereltern. Und unser eigentliches Wohnhaus steht quasi im Garten dieses Hauses. Und meine gesamte Schminke ist hier. Weil es kommt oft genug vor, dass ich euch noch irgendwas zeigen will, irgendwas rauskramen will und ich will genau das haben. Und dann habe ich es drüben, das geht nicht. Also ich kann es schlecht splitten für mich, muss ich sagen. Und ich wollte mir aber immer schon eine Tasche machen, die drüben liegt oder Schminke halt mit rübernehmen, weil es oft genug so ist, dass ich dann keinen Bock habe, rüber zu gehen, um mich hier zu schminken. Zum Beispiel morgens, wenn ich schnell weg muss, das passiert nicht so oft, aber wenn sowas mal ist, ne, dann kann ich nochmal schnell kurz, wenn ich mich schon gerade das Deo benutzt habe drüben in meinem Skincare-Zimmer, so nenne ich es, als ich will dann, mich kurz noch ein bisschen schminken. Und dafür habe ich jetzt gedacht, das ist der Grund, diese Tasche zu kaufen. Natürlich nicht, sondern ich brauchte nur irgendeinen Grund, diese Tasche zu kaufen. Und das passte dann eben einfach super zusammen. Und die Tasche zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Also die ist halt so, die ist auch nicht riesig, ja, aber schön. Also das ist wirklich so eine, da passt zum Glück echt alles rein, was ich brauche. Auf der einen Seite hat man hier diese mit so Laschen, hier kann man die Druckknöpfe auch noch verändern, finde ich schön. Dann ist da drin so ein, wartet, so ein, das kann man rausnehmen komplett, mit Druckknöpfen ist das hier fest. Das ist aus so Mesh, so, was heißt denn Mesh auf Deutsch? Leute, ihr wisst, was ich meine, ne? Kann man alles abwaschen, gut. Und auf der anderen Seite ist dann nochmal so ein Täschchen, ja, oder so eine Lasche, wo man was reinstecken kann. Jetzt hatte ich das schon auf Instagram gezeigt und da gab es einige von euch, die geschrieben haben, Jenny, kannst du bitte ein Video dazu machen, was du da reingepackt hast, was so eine Jenny so als Everyday mal eben Make-up so bezeichnet. Wollt ihr das sehen? Dann schreibt mir das bitte hier mal in die Kommentare, wenn ihr das gerne sehen wollt, was hier drin ist. Sonst schminke ich einfach mit diesem Täschchen meinen Look, wenn ihr das gerne möchtet. Genau. Die habe ich bei Sephora gekauft. Und zwar habe ich ja bei Sephora, dadurch, dass ich da auch Goldmitglied bin und so, ne, ist ja klar, bist du irgendwann, man kann sich ja eine Lieblingsmarke aussuchen, kann auch jeder. Dann kriegt man 10% und ich kriege, glaube ich, mittlerweile 15%. Mein Lieblingsmarke ist selbstverständlich da Natascha. Und deshalb habe ich jetzt für die irgendwie 130 bezahlt. Ist trotzdem natürlich nicht billig. Aber ja, ich habe schon sehr lange auf diese Tasche ein Auge geworfen und jetzt habe ich sie. Ich finde sie schön und sie ist auch sehr, also sie ist überhaupt nicht steif, sondern sie ist schön, fühlt sich gut an, also sehr hochwertig, nicht irgendwie Billo-mäßig, ne? Dann etwas, was auf meinem Auge schon prahlt, habt ihr gesehen, ne? Nicht das Make-up, sondern die Brille. Das ist tatsächlich eine neue Brille. Ich glaube, so vielen wäre das gar nicht aufgefallen, weil sie halt einfach Gold ist. Aber sie ist sehr groß und ich wollte, ich hatte in den, ich glaube, in meinen Favoritenvideos hatte ich auch eine goldene, recht eckige, aber die ist ein bisschen kleiner und ich wollte nochmal eine noch größere. Die habe ich mir vor Weihnachten, also zu Weihnachten geschenkt sozusagen. Und diese hier, ich weiß nicht, ob ihr die schon jetzt bei YouTube gesehen habt, die ist so schmutzig. Ach du liebes Lieschen, ey. Oh Gott, ey. Die muss wohl mal sauber gemacht werden. Diese Brille, die ist ja wohl Hammer, oder? Jetzt sagt mal was. Ist mal ein bisschen auffälliger. Und also ich finde sie echt geil. Die hat so einen Grauton. Ich will sie euch gar nicht zeigen, weil sie so schmutzig ist. Hätte ich mal sauber machen können, ne? Die hat einen Grauton. Also ich habe nämlich keine graue Brille. Und ja, ich brauchte selbstverständlich eine graue Brille, ne? Wisst ihr ja. Es gibt die auch in schwarz. Die werde ich mir wahrscheinlich noch holen, weil sie mir sehr gut gefällt. Sitzt sehr schön auf meiner Gesichtsform und eine gute Brille. Ihr fragt immer wieder, Jenny, woher sind deine Brillen? Ich
kaufe die alle mittlerweile bei Krass Optik. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine Kette. Und da macht es für mich viel Sinn von der Brillenstärke und auch, also ich sag mal so, wenn ich jetzt eine, in einem kleinen Optiker, sage ich mal, kaufe ich mir eine Ray-Ban mit Metalloptik, die kostet die Brille 150, sage ich mal, und die Gläser dünn geschliffen, damit es geil, halbwegs geil aussieht, kosten mich dann nochmal 200 bis 300 Euro. Hier kostet mich die Brille 200 bis 300 Euro inklusive der Gläser, weil die das wirklich, die haben echt, das ist ein guter Deal. Du zahlst zwar immer Aufpreis, also ich bei meiner Brillenstärke und bei den großen Gläsern zahle immer Aufpreis, aber trotzdem komme ich am Ende auf einen Preis, der für mich in Ordnung ist, sage ich mal. Ne? Also ich weiß noch, ich habe eine etwas kleinere, wirklich deutlich kleinere goldene Ray-Ban, die habe ich schon ewig nicht mehr aufgehabt. Da habe ich 450 Euro für bezahlt. Ne? Also... So, dafür kriege ich hier zwei. So, ne? Und auch wirklich von der Qualität. Ich bin sehr zufrieden. Ich hatte noch nichts Negatives. Das Team dort, also ich gehe immer in Hannover in die Ernst-August-Passage. Ernst-August-Galerie ist es, glaube ich. Ne? Ich verwechsel das immer. Das Einkaufszentrum am Bahnhof. Da ist oben Krass Optik. Also liebe Grüße. Und da gehe ich immer hin und da kaufe ich auch meine Brille. Ja, dann kommen wir zu dem Rest Make-up. Und zwar habe ich das alles, ist das alles von Douglas, so in Etappen, sage ich mal. Zum einen hatten sie irgendwie Prozente und ich habe endlich den Charlotte Tilbury Invisible UV Flawless Poreless Primer nachgekauft. Der ist jetzt bei mir fast alle und ja, ich brauchte einen neuen. Und dann habe ich bei Nicole von Chiquita's Place, sie hat so ein Reel gezeigt mit Fake Lashes. Ihr wisst, ich wirklich hasse Fake Lashes aus tiefster Seele. Wirklich, ist wirklich wahr. Also zum einen finde ich es wirklich nicht schön, muss ich echt sagen. Also jedem das Seine, so das, ne? Ihr wisst, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber trotzdem darf ich sagen, dass ich finde es persönlich nicht schön, wenn man diese dicken Fake Lashes so drauf hat, ne? Und also ich finde es einfach überhaupt nicht schön. Ich finde es manchmal ganz nett, wenn es so ein bisschen, ne, so ein bisschen Unterstützung oder so, finde ich okay, aber bei den meisten siehst du es einfach so, ne. Und Nicole hatte gezeigt von Kiss Impress, Press on Fake Lashes. Und zwar sind das so einzelne Bündelchen, wo man keinen Kleber braucht, sondern die sind so selbstklebend. Keine Ahnung, Leute, ihr seht es. Sie sind offen, aber ich habe es noch nicht benutzt, weil ich Angst habe. Ich habe einfach voll Schiss, mir was auf die Augen zu machen, weil erstmal, ich bin super sensibel, was meine Augen angeht und ich bin auch ganz sensibel, was jegliche Art von Kleber und sowas angeht. Ich reagiere sehr häufig auf so ein Zeug allergisch und mein erster Impuls war, oh, interessant, das muss ich ausprobieren. Jetzt habe ich sie hier. Erzählt mal. Habt ihr die? Kennt ihr die? Sagt mal was. Also, wir probieren das demnächst mal zusammen aus. Wirklich. Ich trau mich. Und dann hatte ich einen Foundation und Concealer Ausflip. Was war so ein Douglas, meine Güte. Also, erstmal steht schon seit 100.000 Jahren auf meiner Wunschliste der Smashbox Halo Healthy Glow 4-in-1 Concealer. Den habe ich mir geholt. Und Smashbox hat auch eine neue Foundation, nämlich Always On Skin Balancing Foundation. Der Foundation Freitag dazu ist aktuell im Kasten, wann ihr den seht. Weiß ich nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt oder ob ihr ihn noch seht. Kann ich euch nicht sagen. Entscheide ich spontan. Die beiden. Dann habe ich den Lancôme. Es ist unüblich, dass ich Lancôme habe, aber habe ich mir gekauft. Teint Idole Ultra Wear Care and Glow Serum Concealer. Habe ich schon einmal benutzt. Ich frage mich immer wieder, wo der Sinn bei Concealern ohne Deckkraft ist. Aber okay. Ich probiere nochmal aus. Vielleicht habe ich was falsch gemacht und bin dann irgendwann total begeistert. Wir werden es sehen. Und dann habe ich die Revitalescence Alter, Skin Glow von Shiseido. Ich habe noch nichts von Shiseido gehabt, was mich wirklich überzeugt hat. Aber viele wollten diese Foundation sehen und ehrlich gesagt, also
ist so ein hässliches Package. Ich kann gar nicht an mich halten. Also ich kann das mit dem Weiß schon irgendwie nachvollziehen. Das finde ich auch okay. Aber erstmal, warum ist es hier so eingedellt? Was ist das für ein fancy Gimmick? Weiß ich nicht. Also weiß ich nicht. Aber viel schlimmer war es, als ich das aufgemacht habe. Also dieser rote Pump und dann dieser rote Deckel innen. Ich finde es so unfassbar hässlich. Aber es ist mein, ne? Ich finde es hässlich. Vielleicht finden das andere total schön. Ich habe auch diese Foundation schon einmal getragen und wir werden demnächst uns damit mal befassen müssen. Welche ich noch gar nicht ausprobiert habe, ist die Estee Lauder Future Skin Tint Serum. Ja, da bin ich richtig gespannt. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich kann noch gar nichts dazu sagen. So sieht sie aus. Wunderschönes Packaging. Dropper, ihr wisst, ich hasse Dropper, aber wenn es ein hochwertiger Dropper ist, dann ist es in Ordnung. Ja, Desert Beige. Das war meine, bei der Estee Lauder Double Wear, meine gute Farbe. Desert Beige 2N1 habe ich jetzt hier auch genommen. Ich glaube, das wird gut passen. Habe ich nämlich ausprobiert. Seht ihr dann in den nächsten Freitagen irgendwann im Foundation-Freitag. Ja. Habt ihr irgendetwas hiervon? Sagt mir mal Bescheid, wie es so ist. Warnt mich schon mal vor. Ja? Und dann mein Highlight, was jetzt die Tage bei mir angekommen ist, weil ich konnte nicht anders. Also ich habe die Bilder gesehen bei Trendmood wahrscheinlich und habe gedacht, okay, vergiss es, musst du haben. Und zwar hat Mausert sich gerade wieder zu einer Marke, die ich richtig gerne mag, wo ich mich auch wieder drauf freue, wenn die was rausbringen und so. Und zwar hat MAC so eine Limited Edition rausgebracht. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was es so. Die haben ja immer eher so Themen und so. Für mich sieht das so Game of Thrones mäßig aus oder so Schuppen von Viechern. Und zwar ist es dieses rote Hochglanz-Packaging. Hätte auch zu Weihnachten jetzt gut gepasst, aber okay, haben sie ja nicht gemacht. Ist ja jetzt nach Weihnachten. Und das ist ein Power to You Powder Blush. Das ist diese Farbe. Ich habe noch nicht reingefasst und ich werde es auch nicht machen, bevor ich nicht Fotos gemacht habe. Ich werde auch nicht reinfassen. Also mich macht das so an hier, ne? Das Packaging alleine, also wirklich, das bringt mich um. Und Full of Wonder. Da, ich befürchte, vielleicht ist mir das zu hell. Ihr wisst ja, Peach und ich, wir sind immer so ein bisschen, naja, ne? Sieht schon recht soft aus, das Ganze. Aber testen wir jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall zusammen aus. Wunderschön, aber also der Lippenstift in Sweetest Cinnamon. Bist du schön. Den habe ich auch schon drauf gehabt. Wunderbar. Guckt mal, ey. Guckt mal, bitte. Ist das nicht schön? Das hier ist so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen an wie Leder oder so. Also hat eine ganz andere Struktur als jetzt dieser Hochglanzdeckel. Die Farbe Sweetest Cinnamon ist auch mega. Ist so ein richtig schönes Nudie-Rotbraun, würde ich sagen. Also sehr tragbare Farbe, aber trotzdem irgendwie rot, wisst ihr? Und stellt ihr mal vor, ihr sitzt irgendwo so und ihr so holt so aus eurer Handtasche diesen Lippenstift und macht euch den so drauf und alle so, was ist das denn für eine Verpackung? Ich stehe auf sowas, wisst ihr, ne? Es sind auch noch mehr Sachen in dieser Limited Edition, aber das war jetzt das, was mich daraus interessiert hat. Ja, das war's. Das war's. Ich wollte euch das zeigen und ja, erzählt mal, was habt ihr so geshoppt? Was, wo sagt ihr, Jenny, Alter, wieso hast du das noch nicht? Hol mal. Ich habe tatsächlich kein einziges Parfum gekauft, seht ihr, weil ich hatte, als ich in Kur war, so November, Dezember, da habe ich mir einige Parfums gekauft. Könnt ihr euch gerne im letzten Haul angucken. Und war dann jetzt satt. Also es gibt auch gerade nichts, worauf ich mein Auge geworfen habe. Klar ist natürlich hier, wie heißt der denn? Vanilla, ihr wisst schon, ne? Von Tom Ford. Natürlich bin ich darauf gespannt. Aber den werde ich mir demnächst mal bei Liebe, wenn die den schon haben, vielleicht mal riechen. Oder mal gucken. Ich könnte eigentlich mal gucken, ob es schon irgendwie bei Parfumo im Zug schon irgendwas gibt. Aber ich habe jetzt gerade nichts, wo ich sagen muss, ich muss das unbedingt sofort haben. Deshalb habe ich auch kein Parfum gekauft. Halt, stopp, 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 stopp.
Nicht abschalten. Nicht abschalten. Kein Tschüss an dieser Stelle. Denn ich habe diesen Haul abgedreht und wollte den jetzt eben für heute fertig machen. Und zwischendurch kam aber noch ein Haufen Zeug bei mir an. Und ich war auch noch in der Stadt. Und wisst ihr was? Das zeige ich euch jetzt einfach noch, weil... Wäre doch blöd, oder? Und zwar habe ich bei Tarte bestellt, ich hatte das glaube ich schon erwähnt, und zwar habe ich den Tarte Sea Glow Light mir geordert, und zwar in zwei Farben. Einmal die Farbe Glimmer, die ich sowieso schon habe, und einmal die Farbe Sunkissed. Sunkissed ist ein Ticken heller als Glimmer, falls ihr da irgendwie euch fragt, ja. Ja. Nachkaufprodukt, und weil ich ja bei Tarte bestellt habe auf der Seite, habe ich direkt noch einen Maracuja Juicy Lip Plump mitgeordert, und zwar in der Farbe Rosy Mauve Shimmer. So sieht er aus. Ich finde den ein bisschen schwach von der Farbe auf der Brust, könnt ihr vielleicht hier sehen. Wird wahrscheinlich auch eher ein Handtaschenlippenstift für mal so nebenbei. Ja, die habe ich noch bei Tarte geordert. Dann die Review habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen, die kam am Mittwoch. Die Berry Pop Kollektion von Natasha Denona kam raus. Das ging übrigens richtig schnell. Die kam am 12. raus bei Beautylish. Das war ein Freitag. Heute ist Montag und die ist schon da. Also Montagmorgens um 8 hat der Postbote, der FedExman, der übrigens bei uns ganz toll ist, ist mir vor die Tür gestellt. Ja, also Review gibt schon, guckt euch die gerne an. Und bei Beautylish gab es einen kleinen Mini Eyeshadow mit dazu von Natasha Denona aus der Xenon Palette. Das ist die Farbe Cygnus. Diese, ja, habe ich schon mal gucken. Behalte ich, verschenke ich, werde ich mal sehen. Ja, das war auf jeden Fall als Goodie mit dabei. Und das habe ich mir geholt. Dann war ich ja letzte Woche in der Stadt und habe mir einen Zahn ziehen lassen. Deshalb seht ihr auch vielleicht noch so ein bisschen meine Hamsterbacke hier in dem Bereich. Und da war ich, ich dachte erst, oh, ich kann vielleicht nicht mal nach Hause fahren. Weil die haben mir voll so, ich habe das bei Kieferchirurgin gemacht, weil ich kriege ja Implantate. Und irgendwie so, ja, ist besser, wenn sie nicht selber nach Hause fahren und so weiter und so fort. Und ich dachte so, ja, wird halt voll schlimm werden. Ich war danach noch shoppen. irgendwie dachte ich mir so, weil meine Kieferchirurgin ist mitten in der Innenstadt von Hannover. Und wenn du da schon mal bist, es ist wirklich ein Katzensprung zu Douglas und ein Katzensprung zu Sephora. Also, ich da noch mal schnell rein. Douglas, pass auf. Es gibt ein Produkt. Bevor ich richtig in das ganze Kosmetik-Game und weiß der Geier was nicht alles Thema eingestiegen bin und bevor ich auch viel Geld freiwillig für alles das ausgegeben habe, gab es ein Produkt, was ich unbedingt haben wollte. Und ich habe es mir nie gekauft und jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich wieder meine Fühler ein bisschen weiter ausstrecke, was Skincare angeht. Und es gab eine Marke, mit der hat auch vieles angefangen, was Skincare für mich angeht. Zum einen war es ja Kiehl's damals, aber auch Biotherm. Ich habe vor ganz vielen Jahren bei Douglas mal so eine Hautscreening gemacht. Ich dachte, ich hätte ein Problem mit Unreinheiten. Ihr so, hä, bist du blöd? Wo denn? Weil ich hier so ein paar Mitesserchen habe am Kinn. Eigentlich fast nicht mehr, das war mal mehr. Aber... ich dachte, das ist mein Problem. Und dann habe ich bei Douglas mal so ein Hautscreening gemacht. Wie gesagt, das ist schon 100 Jahre her. Und die hat gesagt, oh, total dehydrierte, trockene Haut. Ich so, ach echt? Und die hatte mir damals was von Biotherm aufgeschwatzt. Und dann habe ich mir zwei, drei Sachen von Biotherm gekauft. Die habe ich so geliebt, Leute. Ehrlich mal. Und da kam dann ein Serum raus. Und das wollte ich eigentlich haben und da dachte ich, nee, da so viel Geld wirst du niemals für sowas ausgeben. Und jetzt ist es mir wieder in die Hände gerutscht, und zwar das Biotherm Live Plankton Essence. Das ist dieses Teil.
Und es stand da wieder so rum am gleichen Douglas, wo ich schon mal davor stand und dachte, oh, ist mir viel zu teuer eigentlich. Und jetzt habe ich nicht gesagt, ist mir viel zu teuer, sondern es ist leider parfümiert. Das hat mich abgeschreckt. Es ist nach wie vor so, dass ich bei wirklich Pflege sage, ah, das muss für mich nicht sein. Aber ich habe es mir wieder auf die Hand gemacht und dachte so, krasse Scheiße. Krass. Und es bleibt so glowy auf der Haut. Es ist leider, wie gesagt, parfümiert. Und es hat dieses Live-Plankton-Schubidu von Biotherm drin. Ist so angenehm auf der Haut. Es ist so angenehm. Ich teste es jetzt mal vorsichtig aus im Gesicht. Und dann sage ich euch mal Bescheid. Ist aber auch tatsächlich ziemlich teuer. Ich muss sagen, ich hatte... Bei Douglas sammelt man ja dann automatisch Punkte, wenn man so eine Douglas-Card hat. Und ehrlich gesagt, ich hatte über 3000 Punkte. Das heißt, ich konnte 100 Euro einlösen. Ne? Also man kriegt ja dann Geld für die Punkte sozusagen, kann man einlösen. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du es einfach, draufgeschissen, weil ne, du hast ja einen 100-Euro-Gutschein. Dann haben ganz viele ja geschrieben, Jenny, Parfum-Content, wir brauchen Parfum-Content. Und ich bin immer noch nicht bereit, richtig. Ich bin immer noch im Parfum-mäßig, kann ich noch nicht so gut, weil auch so viel los ist. Ne? Jetzt das mit dem Zahn und sowas, dann mag ich oft. Ich muss zum Beispiel Antibiotika dazu im Zusammenhang nehmen. Davon wird mir extrem schlecht. Ich kann dieses Antibiotika nicht ab, dann ist mir übel, dann will ich kein Parfum und so weiter, wisst ihr, ne? Aber ich habe gesehen, Valjoie, so heißt die Marke, bei Douglas, noch nie vorher gesehen, ist eine deutsche Marke, so wie das aussieht. Und da habe ich mal ein bisschen geschnüffelt und, boah, verdammt nochmal. Ich habe gekauft die Nummer 9 und die Nummer 19 und ihr seht mal, das ist nicht mal eine Woche bei mir und ich habe insbesondere die Nummer 9 so hart gesuchtet, dass ich dachte, also ich würde die Nummer 9 als richtigen klassischen Gourmand bezeichnen, so richtig süß, lecker, oh, wisst ihr, so so richtig ham, ja. Das ist hier so eine Mini-Größe, 10 Milliliter ist hier drin, kostet 37 Euro. Also die sind auch nicht billig. Es gab da noch 50 Milliliter, die lagen dann irgendwie bei 140 oder sowas. Aber ich habe gedacht, nee, weil ich mich auch wieder nicht entscheiden konnte, habe ich gedacht, nimmst du zwei kleine. Aber ich muss sagen, das ist der absolute Nachkaufkandidat. Ich denke, es wird schnell alle sein. Und die Nummer 19 ist ganz interessant, weil es hat so ein bisschen was von, oh, ich sehe mich im Sommer. Ich sehe es im Sommer, es ist sehr stark. Viele haben auch geschrieben, dass sie es synthetisch finden. Es hat Meeresbrise, Sonnencreme, frische Wäsche-Vibes. Also eine sehr interessante Mischung. Ich stelle mir das jetzt vor, Campingplatz, direkt am Meer. Ich creme mich ein und habe gerade meine Wäsche da aufgehangen. Sehr, sehr geil. Lässt sich extrem geil layern auf Sarko Perfume The Beach. Also, so wow. Also wirklich, und beide von der Haltbarkeit finde ich mega gut. Also, bei Douglas gekauft und... ich werde nochmal mir, da gab es noch ein paar andere Düfte, von denen war aber auch sehr ausgebombt, muss ich sagen. Nochmal angucken, da gab es noch 9 PM oder 8 PM und 8 AM, Knoten in der Zunge. Also die haben noch mehrere, die sehr interessant waren. Aber das sind jetzt gerade meine Favoriten und muss ich sagen... sehr gut gefallen. Dann gehen wir mal zu Sephora und das war auch interessant. Ich schaffe es. Ich hab's. Sephora. Ich habe nur noch Skincare gekauft. Also ich hatte voll den Skincare-Rappel. Ne? Also total unnötig. Aber man muss auch sagen, dass ich im Moment so trockene Haut habe. Also wirklich so unglaublich trocken. Das gefühlt alles, was ich in meinem Schrank habe, was ich drauf gemacht habe, das war in 2 Sekunden eingezogen und danach hat meine Haut gespannt. Also ich weiß auch nicht, wie das ist, aber zum Beispiel dieses Live-Plankton-Ding. Das macht so saftig. Ja, ihr könnt es immer noch sehen, das ist vollkommen eingezogen. Ne? Aber guck mal. Mm. Jedenfalls stand ich da und sah Laneige Cream Skin
Toner and Moisturizer. Und das ist ja wieder voll mein Fall, ne? Also so ein bisschen wie dieses von, wie ist nochmal die Marke? Dieser Milky Toner, ne? Sowas in der Art ist das auch. Also es ist wirklich ein quasi ein Toner, der, wenn ich es umdrehe, rutscht es, milchig ist und sich auch wunderschön anfühlt. Das ist wirklich extrem geil und nicht parfümiert, ja. So sieht das aus. Laneige Cream Skin heißt das Ding. Und ja, das habe ich mir geholt. Und dann bin ich, gab es Prozente. Es gab so einen Aufsteller runtergesetzt, Schubidu. Und da war von Wishful Pillowgasm Cherry Glow Sleeping Mask. Und dann dachte ich mir so, naja, okay, wenn das von Huda ist, dann ist es bestimmt parfümiert oder so. Aber sie hat ja auch wirklich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Also sie hat sehr viel auf den Markt gehört, muss man sagen. Ne? Es gibt ja Marken, die sagen, es ist mir doch schon egal, ob ihr parfümiert wollt oder nicht. Es ist mir doch schon egal, ich mache es parfümiert. Hier ist nichts parfümiert und das ist richtig geil. Das ist, wartet, ich hole den. Das ist halt doof, weil dieses, wo der Spachtel drin ist, das bleibt immer oben hängen, der Deckel. Ich hole mir davon jetzt mal ein bisschen was raus und dann versuche ich euch das mal zu zeigen. Das ist so, seht ihr? Okay. Reiß dich am Riemen, Jennifer. Das ist eine Sleeping Mask, also man soll es auftragen und soll dann nach 10 Minuten den Überschuss ein bisschen abmachen, wenn man will oder auch nicht, und dann damit einfach schlafen gehen. Das ist sehr, sehr reichhaltig, Leute. Aber ich sag's euch, das ist sehr, 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 sehr reichhaltig. Aber das ist eben genau das, was ich gesucht habe. Ich brauchte etwas, was so richtig, hier, guck mal, das wird erstmal so ein bisschen weißlich und dann ist das wie, weiß nicht, wie soll ich das beschreiben? Silikonöl. das erinnert ein bisschen an Haarwachs. So. Das ist ganz. Und es ist geil. Also, sorry, das ist mega geil. Mir gefällt das extrem gut. Also, ich habe es jetzt erst eine Nacht ausprobiert, aber ich teste das selbstverständlich weiter. So. Dann kommen wir zu etwas, wo ich minimal eskaliert bin. Und zwar gibt es eine Marke, da habe ich schon dauernd so ein bisschen das Auge drauf geworfen, weil ich das interessant finde, weil es günstig ist, weil das Packaging mir gefällt und überhaupt generell spricht es mich so ein bisschen an. Und zwar Bioma. Diese Marke habt ihr sicherlich schon gesehen. Und deshalb bin ich auch zu Sephora gegangen, weil ich wusste, dass sie die da haben. Und Leute, es war alles ausverkauft. Ganz ehrlich, das war das einzige Produkt. Vielleicht hatten sie es gerade im Restock oder so, was da noch verfügbar war. Und zwar ist das der Moisturizing Gel Cream SPF 30. Ich dachte mir so, also ihr wisst, SPF 30 ist grenzwertig. Aber ganz ehrlich, in den letzten Wochen ist hier einfach oft, erstmal bin ich sehr viel nicht draußen, weil es eklig ist. Es ist grau, es ist hässlich, ich bin die meiste Zeit drin. Ich springe vielleicht vom Auto, vom Haus ins Auto, ins Studio so ungefähr. Das heißt, meine Haut ist gar nicht so einer großen Belastung ausgesetzt. Ich dachte, ach, das ist jetzt cool für jetzt vielleicht, ne? Auch weil es schon extra Moisturizing ist, nicht parfümiert ist, was ich sehr gut finde. Und ja, ich weiß nicht warum. Aber ich weiß nicht, warum es nur die Asiaten schaffen, dass die Sonnenschutze sich nicht abrollen. Hier ist es nicht katastrophal, aber sehr grenzwertig. Also ich muss ganz doll aufpassen, was ich damit so kombiniere. Also mit Vorsicht zu genießen. Hat eigentlich eine schöne Konsistenz und so. Aber wenn du dann einmal eine Schicht zu viel noch drauf machst und nochmal einmal drüber gehst, dann merkst du schon, oh, fass es nicht mehr an, Jenny. Was ist nicht an, sonst hast du es gleich runterrieseln von deinem Gesicht. Weiß nicht, warum kriegen die das nicht hin? Warum kriegen die das nicht hin? Weil ich aber so angefixt war und ich wollte alles von dieser Marke ausprobieren, bin ich dann nach Hause gefahren und habe dann online bei Sephora geshoppt. Und habe mir dann einfach alle Sachen noch geholt, die ich mir von der Marke angucken wollte. Und das Gute ist, die sind halt auch nicht überteuert. Ja, die sind so bisschen so The Ordinary, bisschen mehr, so in die Richtung. Ich habe mir geholt den Deep Puff Brightening Eye Gel.
Triple Hyaluronic und Vitamin C. Diese Marke sagt übrigens, dass wir immer Boosted Barrier Better Skin. Das ist ja, aber glaube ich, sowieso das, womit gerade alle werben, weil wir sehr viel mit unserer Haut mittlerweile machen und viele haben so ein bisschen Hautschäden und wollen unsere Hautbarriere stärken und das ist natürlich ein super Werbeversprechen, ne? Nicht ganz klar. Also, Augencreme habe ich mir geholt. Bitte berichtet, wenn ihr davon schon irgendetwas habt. Ja, ich möchte es gerne wissen. Dann Melting Balm Cleanser Barrier. Oh ja, ja, wir boosten unsere Barrier. Nee, es ist, ich mache es jetzt auch nicht auf, aber es ist ein Balm Cleanser. Den habe ich mir geholt. Da ich gerne Double Cleansing mache, Cream Jelly Cleanser. Den. Habe ich mir gesagt, ein Riesenteil. Mir gefällt extrem. Es ist ein bisschen sowieso, weiß ich nicht. Es ist schon ein bisschen nicht kitschig, sondern eher wie im Kinderzimmer. Aber trotzdem gefällt es mir, muss ich sagen. Also, ja, gefällt mir. Dann habe ich noch geholt das Balancing Face Mist. Ja, auch das, oh, das kann alles ganz tolle Sachen. Das soll auch wieder. Balancing. Und Balancing ist immer gut. Ne? Kann man sich zwischendurch mal aufsprühen und so weiter. Finde ich sehr interessant. Und die Moisturizing Rich Cream mit Bakuchol und Shea-Extrakt. Ihr wisst, ich habe das Gefühl, meine Haut ist extrem trocken. So vielleicht als Nachtcreme oder so könnte ich mir die vorstellen. Ja, das sind die Sachen, die ich mir von der Marke noch bei Sephora bestellt habe. Ich teste die alle aus. Bitte schreibt mal, wenn ihr Erfahrungen damit habt, wie ihr die so findet. Teste das aus, guck mir das an. Passt auch jetzt alles gerade ganz gut in meine Pflegeroutine, weil ich auch im Moment nicht besonders viele Lieblingsprodukte habe, muss man echt sagen. Also was ich halt im Moment absolut liebe, ist so ein leichtes Retinolserum von Paula's Choice, aber das benutze ich halt auch wirklich nur einmal, maximal zweimal die Woche. Das heißt, ich kann sehr schöne Sachen darum herum basteln und habe auch, wie gesagt, gerade nichts, wo ich sage, das liebe ich über alles und hat mein Leben verändert oder so. Ne? Und deshalb kann ich hier schön austesten. Und dann habe ich noch eine Sache bestellt. Ganz neu wurde mir auf der Neuseite angezeigt. Ich muss gleich mal anfühlen. Hart wie Beton. Brow Freeze Gel von Anastasia Beverly Hills. Wer will nicht das Brow Freeze in einer einfachen Form, in einer Gelform haben, in so einem Ding, zack, zack, rein, fertig. Ich will das auf jeden Fall, weil das Brow Freeze ist mega. Aber dieses Töpfchen, dann musst du dir ein Dings nehmen, dann musst du das auftragen, dann ist es zu viel, dann ist es zu wenig. Wisst ihr, ist viel einfacher. Habe ich jetzt hier in dem Fall schon mal drauf. Ich denke nicht, dass wenn ihr dieses nach oben geklebte, ausgefächerte, richtig kusch haben wollt, glaube ich, ist das nicht der Ersatz. Ich glaube, das haben sie gut benannt, ne, weil man möchte das gerne, aber ich denke, es ist einfach ein sehr, sehr starkes Augenbrauengel. Ich teste es, ja, ich habe es heute gerade das erste Mal drauf, teste ich auf jeden Fall, gucke ich mir an und das war's. Das war's jetzt wirklich. Ich verabschiede mich jetzt. Ich komme jetzt nicht nochmal anders geschminkt wieder, sondern das ist jetzt wirklich das Ende des Videos. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssing!